willkommen in meiner kleinen Welt. Ja, ihr Lieben, es ist soweit. Das Haus ist zwar noch nicht fertig, aber es ist richtig schön geworden schon. Also innen drin. Von außen hat sich noch fast gar nichts getan. Das liegt aber an dem Wetter. Wir warten eigentlich darauf, dass es schöner wird jetzt, dass die Sonne wieder rausglitzert, dass man einfach auch draußen anfangen kann, weil draußen, da habe ich euch fast gar nichts gezeigt, weil draußen ist echt, ja, was willst du da zeigen? Es ist echt nicht schön und ich will auch nicht zu viel von draußen filmen, einfach aus dem Grund, ein bisschen Privatsphäre muss ja auch sein. So, auf jeden Fall ist aus das halbe Lost Place. Ich habe ja mal gesagt, oben ist Lost Place, unten geht's. Aber es hat sich dann immer so entwickelt, dass unten genauso viele Problemfälle waren wie oben. Also es ist egal, ob unten bewohnt war oder nicht. Für mich war das ganze Teil halbwegs ein Lost Place, weil einfach so viel alt und eklig und bäh war. Und wir haben geschrubbt, Leute, ihr glaubt es gar nicht. Die Hände waren wirklich kaputt zum Schluss. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Ich will euch das heute einfach zeigen, was eigentlich aus unser Haus geworden ist. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, in welchem Raum ich sitze. Das hier ist aktuell jetzt mein Büro geworden. Ja, wo ich mich richtig wohlfühle. Ich hatte ja vorher immer so meinen kleinen Kellerraum, sag ich mal, wo ich meinen Schreibtisch und so hatte. Habe mich da aber nie richtig wohlgefühlt. Ich habe ständig irgendwie meinen Schreibtisch umgestellt und die andere Ecke und war immer unzufrieden. Klar fand ich es irgendwo schön, aber halt, man war nicht angekommen. So, mittlerweile ist das hier oben so. Wir sind in den oberen Bereich. Eigentlich ist das hier oben der schlimmste Raum für meine Verhältnisse mit gewesen. Mein Mann sieht es anders. Der sagt, unten war schlimmer. Ich konnte mir hier oben gar nichts vorstellen. Ich habe mir gar nichts vorstellen können, wie es aussieht. Und jetzt sieht es so aus. Und ich bin einfach froh. Ich zeige euch mal eben kurz, ja, von welchem Raum ich eigentlich rede. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das hier der Raum oben, wenn man gleich die Treppe hochkam, rechts. Da, wo einfach reine Katastrophe herrschte. Und ja, und jetzt mittlerweile sieht es so aus. Ja, es ist richtig schön geworden. Klar, so ein paar Sachen müssen noch gemacht werden, damit es so richtig schnieke wird, sag ich mal. Aber ich bin sehr zufrieden und ich habe gedacht, ich fange jetzt einfach oben an zu filmen mit euch, weil sonst haben wir mal unten angefangen und ich habe euch immer unten den Raum gezeigt und alles, was wir da gerade so machen. Und jetzt aktuell fühle ich mich hier so wohl in meinem Büro, weil ich ja auch hier meinen Laptop und alles habe, wo ich meine Filme und so bearbeite, habe ich gedacht, fange ich genau hier an mit euch und wir gehen jetzt von oben nach unten. Nee, Moment. Wir gehen erstmal zum Mieter rüber. Der wohnt nämlich aktuell schon hier. Ja, der ist jetzt eingezogen. Ich glaube, es geht auf den zweiten Monat schon zu, wie die Zeit läuft, ne? Also wirklich. Er ist aktuell schneller eingezogen, wie gedacht. Mit Problemfälle, Leute. Ihr glaubt es nicht, wir hatten wirklich richtig Probleme hier. Und zwar haben wir dieses Haus ja gekauft und es war wohl immer schon, dass zwei Mieter hier gewohnt haben. Dann aktuell waren hier 8 Jahre hier oben Ruhe, weil unten jemand jahrelang gewohnt hat und oben wurde dann irgendwann nicht mehr vermietet. So, das war der aktuelle Stand. So, da denkt man natürlich, wenn man das Haus kauft, könnte man oben ja auch wieder vermieten. Aber glaubt mir, so einfach ist es nicht. Ich kann euch nur als Tipp geben, wirklich als Tipp, wenn ihr so ein Gebäude kauft, wo es zweistöckig ist und ihr habt vor, oben zu vermieten, informiert euch vorher sehr, sehr, sehr gut. Wir hatten nämlich hier das Problem, dass wir Anträge stellen mussten. Ja, wir haben nämlich erst, wo der Mieter schon eingezogen ist, ein Problem gehabt, dass wir es nicht ganz durchbekommen hatten und es wäre hart auf hart gekommen und der Mieter hätte ausziehen müssen. Wir hatten jetzt aber Glück, haben unsere ganze Situation erklärt, Anträge ausgefüllt und sie haben es genehmigt und jetzt ist alles aktuell so, wie es sein soll. Also von daher ist egal, wer mich jetzt anscheißen will oder uns anscheißen will, es klappt nicht, Leute. Weil wir sind welche, die wollen das alles schriftlich haben und das halt, man weiß ja nie. Ich sag mal, man kann viele Freunde haben, aber man hat auch viele Feinde im Leben und vertraue nie jemanden außer dich selbst. So. Und von daher wollten wir, dass alles richtig abläuft in diesem Haus, weil hier schon so viel falsch gelaufen ist. Und es hat jetzt geklappt. Danke! ja, unser Mieter darf wohnen bleiben, alles ist toll, alles ist top.
Und wir gehen jetzt einfach mal rüber, weil ich zeige euch jetzt mal eben kurz meinen Raum und dann gehen wir rüber und ich zeige euch alles jetzt nach und nach. Also kommt mit. So, hier seht ihr nochmal meinen Schreibtisch von der anderen Seite. Wir haben hier so eine kleine Abgrenzung gemacht. So sieht das Ganze aus, wo ich dann halt die Videos bearbeite und alles Mögliche. Also ganze Elektrokram, die Kameras sind da oben alle. Und ja, hier ist so mein Arbeitsbereich. Ja, einfach für meine Videos und so weiter. Dann schwenke ich mal rüber. Wer von euch noch nicht Zanderstweig kennt, das ist mein Zweitkanal. Da, ja, da geht es um Lost Place und ja, Schatzsuche und alles Mögliche. Deswegen haben wir uns für antike Sachen entschieden, weil Lost Place immer eigentlich fast alt ist und viel Spinnengewebe und so. Okay, die sind jetzt hier nicht mehr. Ja, das ist jetzt die aktuelle Seite von meinem Büro geworden, wo wir halt die Videos für Zanderstrike auch oft drehen, unsere Quatschheit und so. Ja, tschüpp, jetzt schwenke ich rüber. Das ist die Tür, die war vorher ja gar nicht drin. Jetzt haltet noch die Augen zu, hier ist noch ein bisschen chaotisch. Das ist jetzt von meinem Mann sein Büro. Hat sich auch schon vieles verändert. Ist noch nicht ganz fertig, weil wir jetzt noch eine Baustelle hier oben auf jeden Fall haben. Hier ist auch eine neue Tür drin. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Das heißt, aktuell ist dieses hier eigentlich noch richtig Katastrophe. Das war auch so eine geile Sache. Ich möchte euch einfach heute mal erzählen, so ein bisschen mehr, weil ich einfach jetzt ein bisschen mehr Zeit habe für euch, um euch einfach mal zu zeigen und zu sagen, was hier eigentlich los war. Dieser Raum war eigentlich fertig tapeziert und da war ein neues Fenster da oben drin und war eigentlich alles soweit, in Anführungsstrichen, okay, sage ich jetzt mal. Ne, die Tür war alt. Die haben wir jetzt rausgerissen und haben eigentlich gedacht, mit diesem Raum werden wir nicht so viel Probleme haben. Aber wie es so ist, hat mein Mann denn da unten ein kleines Loch gemacht und einfach mal zu gucken. Und wir haben einen Schock gekriegt. Es war nicht gedämmt. Ja, das heißt, es wurden einfach Platten davor gemacht und außer Augen, außer Sinn das Dach. Und das ist nicht Sinn der Sache. Das Fenster haben sie auch ganz, ganz doof angebaut, finde ich. Ich weiß nicht, ich kann ja mal reingehen und gucken, ob ich euch ein bisschen was zeigen kann. Es ist jedenfalls ganz dämlich angebaut alles. Das werden wir noch ein bisschen umbauen müssen. Wie ihr seht, ja, dann haben wir die Tapete abgerissen und es sah so aus. Können wir so nicht lassen, wollen wir so nicht lassen. Also keine Ahnung, wie man hier so renovieren konnte. Derjenige, der das wohl gemacht hat, der hatte wohl keine Ahnung von irgendwas. Ja, auf jeden Fall wollen wir das Ganze noch ein bisschen schöner machen, so dass das ein richtiges Büro wird für meine Lütte. Na, Lütte darf ich nicht mehr sagen, sie ist jetzt schon langsam größer. Das wird so ihr Zockerraum oder wo sie Hausaufgaben macht. Also hier kommt Schreibtisch rein in der Ecke und die hat sich eine richtig coole bunte Tapete ausgesucht und ja, ich bin gespannt, wie der Raum wird, weil so kann man sich immer nicht gut was vorstellen und nachhinein wird das dann wunderschön in meinen Augen. Ist immer Geschmackssache, aber wie gesagt, den Boden müssen wir auch hochreißen, weil auch darunter ist nicht gedämmt. Ja, es ist mehr Arbeit in den kleinen Raum, wie auf jeden Fall gedacht. So, dann diese Wand hier kennt ihr auch noch nicht. Da wohnt aktuell der Mieter jetzt drin, der Monkey. Ja, der ist jetzt eingezogen, kommt aber auch noch eine neue Tür, weil sie ist halt nur provisorisch erstmal reingebaut. Da kommt auch natürlich eine weiße, damit das alles schön aussieht. So, hier aktuell haben wir noch nicht viel gemacht, außer ich mache mal Licht an, die Treppe ein bisschen geputzt. Na, und da kommt aber auch noch aktuell Laminat schön rauf. Die Treppe hier, der Gelände, das kommt alles noch weg. Und wird alles moderner und schöner, wie ihr da unten seht. Die Tapete ist auch noch halb ab. Also hier haben wir eigentlich noch nicht viel gemacht, weil wir einfach der Meinung waren, das ist nur ein Durchgangsraum, also ein Gemeinschaftsraum, wo man nur durchgeht. Das machen wir wirklich zum Schluss. Das tut einfach jetzt noch nicht Not. Ja, wir haben denn noch aktuell eine, ups, ich schwinge euch mal hoch, eine Dachluke angebaut hier. Sowas hat Monkey jetzt auch, ein ganz neuer. Und zwar haben wir den Dachboden ein bisschen getrennt. Zum Glück darf man das alles. Also Wände ziehen ist gar kein Problem. Nur Außenwände und so muss man halt eine Genehmigung haben. Also von daher, wenn ihr ein Haus kauft, informiert euch da richtig gut, sodass es keinen Ärger gibt. Ja, das ist jetzt unsere Dachluke. Das heißt, wir haben oben einfach noch ein bisschen Stauraum bekommen. Ja, ich will euch gar nicht so lange aufhalten. Wir klopfen mal an. Ich bin ja höflich. Man kann ja nicht einfach reingehen. Es ist ja jetzt vermietet. Hi, wir wollen nicht lange stören. So, hi.
So, hier wohnt jetzt aktuell der Monkey drin, was ich euch vorher schon erzählt habe. Das ist jetzt aktuell die Küche. Wir haben eine gebrauchte geholt, weil wir gesagt haben, einfach es ist Mietswohnung und von daher haben wir eine gebrauchte geholt, um auch, ich sag jetzt ganz ehrlich, mal ein bisschen Geld zu sparen, um vielleicht das Haus von außen schöner zu machen. Auf jeden Fall woanders reinzustecken. Ja, das ist jetzt die Küche. Ich blende auch hier euch noch mal ganz kurz an oder rein, um welchen Raum es eigentlich geht. Ja, so sah die Küche vorher aus und ja, Katastrophe pur. Es hat hier gestunken wie, keine Ahnung, tote Ratten oder was weiß ich. War jedenfalls nicht schön. Ja, und jetzt ist das draus geworden. Es ist gemütlich, es ist neue Tapete hingekommen, was ein Akt war. Die Küche ist aktuell, ja, ich finde eigentlich ausreichend für eine Mietswohnung. Na, was soll man auch in der Küche groß machen? Kochen und abwaschen und so. Und von daher, ja. Auch hier sind wir noch nicht ganz fertig, muss ich sagen. Da unten kommt noch eine Leiste irgendwann dran, dass es einfach schöner aussieht. Monkey will das nach und nach verschönern. Ja, Schlafzimmer geht euch nichts an. Das zeige ich euch jetzt nicht. Privatsphäre muss sein. Ja, das ist jetzt das Badezimmer. Auch hier zeige ich euch mal ganz kurz das Bild. Ja, so sah das Badezimmer aus. Dreckig, eklig, pfui, einfach nicht zu gebrauchen. Und jetzt sieht es so aus. Neues Waschbecken ist auf jeden Fall reingekommen. Ein schön großes. Monkey hat sich das auch gewünscht und wir haben echt Glück gehabt mit diesem Waschbecken. Dann hier ist die neue Toilette, Leute. Die alte, die war ja nicht mehr schön. Und die Badewanne, Leute. Ey, man kann drin baden, es glänzt wieder. Und dieser Vorhang, ne? Der ist doch mega, oder? Also ich habe nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt. Also von daher, das ist eigentlich, kann man sagen, wie so ein Rollo. Und wir wollten erst so eine Trennwand holen, aber die war schweineteuer und da habe ich auch gesagt, ja, muss das sein für eine Mietswohnung und so weiter. Und haben dann aus Zufall hat mein Mann das entdeckt und wir fanden das einfach eine coole Lösung, wenn man so eine kleine Ecke hat, so eine Nische. Ist das eine geile Erfindung? Also Hammer. Ja. Dann zeige ich euch hier unten. Das ist noch nicht so schön. Ja, man muss auch zeigen, was wir noch nicht gemacht haben. Das muss auf jeden Fall noch gemacht werden, aber da müssen wir erstmal warten, bis es wärmer wird, weil Heizung ausgestellt werden muss und all sowas, Wasser abgelassen werden. Also wir haben noch einiges zu tun. So, ja, das ist so aktuell jetzt Monkey seine Wohnung. Ich weiß nicht, dürfen wir mal eine Stube kurz luschern? Ja, sicher. Das Büro zeige ich euch nicht. Das könnt ihr irgendwann auf Monkey seinen Kanal wohl entdecken. Das zeige ich euch nicht, weil er soll ja auch was von seiner Wohnung zeigen. Ja, er hat da hinten jetzt eine, vom Weiten sieht es genauso wie bei mir unten schön aus mit der Wandtapete. Aber wenn ich rangehe, zeige ich euch jetzt auch hier, haben wir beide Pech gehabt. Sieht man, also bei den sieht man das zum Glück nicht so doll bei den Bäumen, aber hat er auch hier diese Wellen drin. Also keine Ahnung, warum es so ist. Ja, aktuell sieht es jedenfalls so aus. Es ist auf jeden Fall gemütlich jetzt. Das ist eine schöne Stube geworden. Und ich glaube, der Monkey fühlt sich hier auch ganz wohl, oder? Ja, definitiv. Hört ihr? Er fühlt sich wohl. So, das ist auf jeden Fall die Mietswohnung geworden. Ja, ich zeige euch, wie gesagt, jetzt nicht alles, weil das geht euch auch nichts an. Das kann er, wenn er möchte, auf seinem Kanal selber machen. Privatsphäre muss auch ein bisschen sein. Seine Tiere sind da oben aktuell auch. Ne? Er hat ja die gleichen Schnecken wie ich, habt ihr bestimmt schon mitgekriegt. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt runter in meinen Bereich. Tschüss! Bye. Ich muss auch sagen, dieser Unterschied, ne? Von hässlich auf ein bisschen schöner oder viel, viel schöner, ist schon Wahnsinn. So, wir gehen jetzt aktuell erstmal runter. So, hier ist es noch saukalt. Aber naja, ist halt so, wie es ist. So, hier haben wir auch aktuell nur ein bisschen geputzt. Oder was heißt ein bisschen? Zumindest in den Boden ein bisschen sauberer gemacht und so, weil wir hier unsere Schuhe erstmal lagern und so. Dann zeige ich euch noch unseren Katastrophenraum. Hier haben wir nicht viel gemacht. Wir lagern jetzt hier Getränke. Wir haben das eklige alte Waschbecken einfach abgebaut. Da soll ja irgendwann ja dieser Wäscheraum nochmal hin. Müll lagern wir hier erstmal, weil draußen die Mäuse sonst zu schnell kommen. Wir haben ein paar Löcher hier zugemacht und so weiter. Also hier hat sich nicht viel getan, außer ein Abstellraum. Von daher zeige ich euch das jetzt nicht so. Ja, und das ist jetzt mein Bereich, was immer wichtig ist. Füße und Pfoten abtreten. Das ist ganz wichtig bei mir. Weil bei mir sind Tiere natürlich willkommen, weil ich selber auch einen Hund habe. So,
Das ist aktuell meine Küche. Aber ich muss auch hierzu sagen, fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, die wir einfach noch ausbessern wollen. Aber ich muss sagen, im Gegensatz zu vorher, auch hier blende ich euch noch mal kurz das Bild ein. Ist das ein ganz schönes Unterschied, oder? Also, wenn man vorher und nachher Bilder hat, das finde ich am besten immer, so kann man sich vorstellen, was hier eigentlich los war. Ja, aktuell ist, habe ich am Anfang immer gesagt, ich möchte da die Sitzecke hin haben, passte aber einfach nicht, weil dann hätten wir da so blöde mit durchgehen. Und von daher haben wir uns jetzt entschieden, dass wir die Sitzgruppe einfach hier in der Mitte machen, so dass man einfach rumrum gehen kann und trotzdem noch, seht ihr, viel Platz habt. Und ja, es hätte da vorne, also da hinten, wo das Regal ist, einfach zu viel gedrückt und von daher, nee. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Die Ecke habe ich noch nicht ausgefüllt. Habe ich auch immer gesagt, da soll noch was hin. Das Regal ist schon hingekommen, aber ansonsten noch nichts. Ja, wer ist denn da? Ja, wer ist denn da? Ja, wer ist denn da? Auch unser Hund hat sich sehr gut eingelebt. Sehr, sehr gut, ne? Ja, fühlst dich sauwohl, ne? Ja. Ja, das ist jetzt die Stube. Die Tür ist auch drin. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die schon gezeigt habe. Ja, haben wir uns für dieses hellere entschieden. Ja, der Teppich ist jetzt ganz neu. Der war ein Angebot. So, und so sieht es aktuell jetzt aus. Hier standen die ganzen Kartons bis hier oben und was weiß ich nicht, Tüten und so. Da hinten konnte man gar nicht hingehen. Aktuell sieht es jetzt so aus, wie ihr sehen könnt. Und ich muss sagen, krasses Gegenteil. Viel, viel gemütlicher. Dann haben wir hier unsere Fernsehecke jetzt hingebaut. Was natürlich ein bisschen doof ist, weil die Fenster sind echt riesig hier in der Stube. Und da ist halt die Sitzgruppe. Und ja, zum Glück haben wir jetzt so ein. Ich zeige euch das mal. So ein Fernsehhalterung, dass man das auch das Ganze einfach nach vorne schiebt, dass man das besser sieht, weil so könnte man das ja echt schlecht sehen. Ja, das ist jetzt so die Ecke hier. Ich habe Bezüge drauf gemacht, weil der Hund doch ein bisschen gerne rumharrt. Ne? Jo. Und von daher, ja, das ist unsere Stube. Jetzt gehen wir im Flur rein. Ich habe euch immer aktuell schon immer was mal gezeigt. Hier ist die Katastrophentür einfach noch. Die ist noch so geblieben. Die Vorhänge haben wir zwar neu schon gemacht und eine bessere Stange da oben hingemacht. Und ja, die muss raus dieses Jahr auch einfach. Die ist nicht mehr zu retten. Wir haben erst noch überlegt zu streichen, aber sie quietscht und sie ist auch echt nicht mehr schön. Sie ist einfach alt und nee, die passt hier einfach nicht mehr rein. So, ja, ein bisschen Deko ist für mich immer ganz wichtig. Und ja, von meiner Kleine, die ist jetzt gerade nicht da, da können wir auch mal reinluschern. Ja, die hat jetzt schöne Lampe bekommen, so ein bisschen Disco-Feeling. Ich sage immer noch, ist so halb Kinderzimmer und halb schon Jugendzimmer. Also so, man merkt, sie wird älter. Ja, reicht für ihr aber völlig. Sie fühlt sich hier total wohl. Hätte ich erst nicht gedacht. Sie hat sich erst beschwert, dass das Zimmer zu klein ist und mittlerweile will sie es gar nicht mehr austauschen. Ja, das ist jetzt so der Flurbereich. Na, hier wollen wir drin noch was machen. Die kleine Kammer. Im Moment lagern wir da alles Mögliche. Da sind sogar noch zwei Umzugskartons. Das wird auch noch alles verschönert mit mehreren Regale und so weiter, dass man es das einfach schöner stapeln kann. So, und hier sind aktuell meine Schnecken jetzt hingekommen, die sich auch total eingelebt haben. Ich muss auch sagen, die Ecke ist auch total schön geworden. Auf jeden Fall ein Hingucker. So, das Badezimmer an sich, Leute, das ist einfach nur schnell waschen, fertig machen. Ich habe zwar versucht, das Beste noch rauszuholen, so mit ein bisschen Deko und alles, aber ich fühle mich einfach nicht wohl. Mir gefällt das hier nicht zu duschen und so. Es ist einfach, nee. Wenn die Waschmaschinen irgendwann wegkommen hier, dann die Heizung wird verkleinert und das ganze Badezimmer wird irgendwann neu gemacht und dann sieht das schon hier anders aus. Aber für erstmal reicht es so. Es nützt nichts. Man kann nicht alles auf einmal. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Und jetzt passt auf, jetzt kommen wir in diesen Raum, wo wir gegessen haben und Sachen gelagert hatten, wo wir dachten, es wäre ganz, ganz, ganz lange so bleiben. Und jetzt ist es doch so schön geworden. Also, unser Schlafzimmer ist eigentlich ganz gemütlich. So sieht unser Schlafzimmer aus.
Ja, das war eigentlich schon fast jeder Raum hier unten. Der Hund fühlt sich auch wohl. Der soll aber seine Decke in sein Köpfchen machen. Ja. Ordnung! Ordnung! Ja, so. Ja, hier an der Terrassentür konnte ich diesen Griff nicht mehr retten. Der war schon so eklig. Den haben wir auch ausgebessert. Bisschen Gardinchen davor gehängt, dass das Ganze netter aussieht. Die Sandkiste haben wir schon weggeräumt. Und ja, wie er nach draußen guckt, der Teich kommt jetzt auch hoffentlich bald weg. Ich sag ja, ich warte darauf, dass es wärmer wird, dass wir draußen anfangen können. Ich will den Teich weghaben und will hier draußen das wenigstens auf der Seite erstmal gemütlich haben. Der ganze Vorbau muss einfach noch angestrichen werden und so weiter und so fort. Und ja, mit den Nachbarn verstehen wir uns auch ganz gut. Da hinten wird jetzt noch ein Haus gebaut, da bauen die jetzt aktuell. Stört uns aber nicht, wie gesagt, sie sind nett. Und die ganzen Paneelen, die da hinten kaputt sind, die werden jetzt alle noch erneuert. Und ja, von daher glaube ich, dass das alles so seinen Weg auch geht, wie es sein soll. Ja, das ist so aktuell jetzt unser Standpunkt, ihr Lieben. Wir fühlen uns hier richtig wohl und es ist gemütlich geworden. Und ja, mehr gibt es eigentlich erstmal gar nicht zu erzählen soweit. Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.